Heute mag ich meine zwei größten Organizer-Taschen, nämlich die Maxpedition, ich glaube das ist der Fatboy, und das Pendant von Vanquest mir ansehen. Wenn dir interessiert, ob das was für dich sein kann, wo das Einsatzgebiet ist und sowieso und überhaupt, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val de Liberté. Schauen wir es uns an. Ich bin ja schon über 10 Jahre ein Maxpedition-Fan. Ich habe Maxpedition allen Ausführungen, zumindest was diese Organizer-Taschen betrifft. Ich mag die total. Das, glaube ich, ist der Fat Boy. Wir hatten die auch einmal im Shop, aber auch da ist wieder der Punkt, ich kann keine Preise anbieten, die für die Kunden fair und interessant sind. Deswegen muss ich auf andere Leute verweisen. Ein sehr, sehr schönes Konzept. Beim Fat Boy ist es halt so, dass der wirklich fett ist. Ja, der geht recht, da kannst du wirklich einpacken. Also da kannst du richtig einpacken. Und er ist super. Toll verarbeitet, großartig, Bussi drauf. Vor kurzem, ja, eigentlich heuer, habe ich Vanquest mal kennengelernt. Das ist jetzt die Vanquest, die große Vanquest-Tasche. Und muss ich da eins gleich sagen, man, unabhängig davon, dass da jetzt Orange drin ist und der Aufbau etwas anders ist, die sind von der Verarbeitung her gleich. Jetzt weiß ich nicht, kommt das aus derselben amerikanischen Fabrik und einmal wird Vanquest draufgenäht und einmal Maxpedition und selbst die Sticker, die draufgenäht, die haben so gut wie dieselbe Größe und der Nahtabstand. Ich vermute, das ist ein und derselbe Produzent, aber sei es drum. Diese Vanquest habe ich das erste Mal Berührung gehabt mit einer Erste-Hilfe-Tasche, die man so aufreißen kann. Ich weiß nicht, ob ich die schon einmal vorgestellt habe, aber wie auch immer, die finde ich toll. Und da war so der erste Einstieg. Diese Tasche hier jetzt, die ist deutlich dünner als der Fatboy, aber genau gleich groß, also von der Größe her, aber gleich groß. Daher, ich glaube, dass das dieselben sind, weil sie würden sich ja gegenseitig die Produkte kannibalisieren, so sagt man das ja im Marketing- und Verkaufssprech. Tut mir leid, ja, das kenne ich leider auch, weil alles billige Eigenwerbung hier ist. Ne? Also, daher glaube ich, ist das auch absichtlich so gemacht. Der hier, der ist cool, weil im Endeffekt hast du auf beiden Seiten einen klassischen Organizer, so wie wir das bei den kleinen Maxpeditions kennen. Dann ist etwas dabei, was ich total genial finde. Das ist mir erst später aufgefallen. Und zwar, du kannst den Zip absperren. Schau mal her. Da kannst du, ein kleines Vorhängeschloss geht sich da auf jeden Fall aus. Dass man natürlich aufschneiden kann und sagt, okay, ich nehme mein Messer und schneide auf, das ist ganz klar. Aber so ein rascher Zugriff ist dadurch nicht möglich. Und vielleicht ist das auch für Waffenträger oder sowas, vielleicht haben sie sich aus dem Grund das so überlegt. Was ich auch großartig finde, ist der Hinterteil. Da sind nämlich hier so seitliche Streifen mit dabei. Das habe ich beim Maxpedition noch nie gesehen, zumindest bei den alten Teilen, die ich habe. Vielleicht ist das jetzt auch schon neuer. Ich bin da auch schon nicht mehr ganz so aktuell. Und auch das gesamte Molle-System ist etwas anders aufgebaut. Meiner Meinung nach besser. Aber egal, sei es drum. Dann auch so kleine Details. Diese Handschlaufe, die ist hier abgenäht bei Vanquest. Schau mal her. Abgenäht. Dadurch ist es griffiger und nicht schlapprig. Ja, das kann man gut oder schlecht finden. Beim Expedition ist es eben schlappriger. Dadurch fällt es auch hin und her. Aber musst natürlich du wissen. Also was ich damit meine ist, der steht so, sozusagen. Und der nicht. Hat alles Vor- und Nachteile. Muss natürlich du entscheiden, was für dich die bessere Variante ist. Das ist das eine. Dann, was mir auch auffällt, ist, dass hier im unteren Bereich noch einmal eine Schlaufe mit dabei ist. Jetzt habe ich vielleicht irgendetwas, was extrem lang ist. Ein Multitool oder wurscht. Und das schlankelt, wie man in Österreich sagt, auch hin und her. Bewegt sich auch hin und her. Und so kann ich oben einführen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten zu fixieren, entweder über die große breite Schlaufe und da sind dann noch einmal zwei kleine mit drauf und so kann ich das dann unten auch noch einmal fixieren. Das funktioniert natürlich nicht für jeden Gegenstand, das ist ganz klar, ist logisch, aber es kann eine Hilfe sein, denn das fehlt mir zum Beispiel beim Maxpedition total, da ist es einfach so und das war auch immer so und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die miteinander kooperieren, ob Vanquest
gesagt hat, ich bin das bessere Mexpedition oder bessere, das durchdachtere Mexpedition, das weiß ich nicht. Vielleicht kann man da irgendjemand gerne einen Kommentar schreiben. Und übrigens, ich mag dich gleich um noch was bitten. Gib dem Video Daumen nach oben. Das ist angeblich gut für YouTube und so. Also danke. Was bei diesen Wanquest-Taschen auch anders ist, ist der Frontbereich. Ja, eine große Tasche, kann auch nichts rausfallen, ist mit einem Plätt gesichert. Das ist beim Expedition nicht anders. Da ist es aber ein Netz. Ob das besser oder schlechter ist, ich kann es nicht sagen. Du kannst genau dasselbe tun. Hier ist halt der Vorteil, dass ich von außen sehe, was hier eingebracht ist. Das kann ein Vorteil sein. Muss es aber nicht, weiß ich nicht. Und ganz insgesamt, natürlich ist der jetzt das dickere, also breiter, tiefer, so muss man es richtig sagen, aber ist anders aufgebaut, ist noch ein Zip, hier seitliche Dinge einzubringen. Also es ist ein ganz anderes System hier, ja, also beim Fat Boy oder beim Biggie oder Beefy, ich kenne mich schon überhaupt nicht aus. Was ich verspreche ist, weil ich immer billige Eigenwerbung mache, ich gebe dir den Link zu all den Produkten hier, nämlich genau zu dem hier und zu dem hier. Ich werde mich bemühen, wenn nicht, steht es unten in der Beschreibung, also schau rein. Und gut ist. Also ist ein anderes System, das bedeutet, du hast hier ganz normal Organizer. Darf, muss ich da sagen, ich finde, dass das bei Wanquest mit diesen Schlaufen hier etwas besser gelöst ist, aber sei es drum. Hier eine große Tasche, ja, das habe ich bei Wanquest auch, ja, hier auch eine große Tasche. Unterscheidet sich überhaupt nicht. Und da habe ich einen D-Ring, das fehlt beim Wanquest komplett, da ist dann nur noch einmal so eine Schlaufe eingenäht. Und gut ist. Das ist sozusagen der Unterschied. Und hier ein Zip und eben nach unten. Ja. Somit kann ich lange Gegenstände und auch kürzere Gegenstände in dem Teil, in diesem Expedition-Teil. Ich glaube, das ist der Fetti, statt der Beefy, egal. Besser unterbringen. Und er ist deutlich höher. Ja? Deutlich höher. Kann ich nicht sagen, weil es hängt halt immer davon ab, was er mitnehmen will. Wenn man, also hier zum Beispiel Wasserfilter, diese Säuerwasserfilter und wie sie alle heißen, diese kleineren Filter, das geht sich alles aus. Es geht sich auch aus, hier zum Beispiel für Wasseraufbereitung die Steripans mit reinzubringen, also nur damit du ein Gefühl hast. Das heißt, ich kann der Länge und der Breite nach organisieren und das finde ich ist sehr, sehr schön gemacht. Das ist halt hier einfach anders, nämlich du kannst nur der Länge nach organisieren. Ist das ein Nachteil? Nein. Und was ich auch gut finde, ich glaube nämlich, dass das beim Expedition etwas anders ist. Ich kann diesen Mauschi-Bauschi rausnehmen. Beim Expedition ist das vernäht, hat den Vorteil, dass ich es nicht verlieren kann. Heißt aber auch, ich habe es immer drin. Und hier beim Wanquest kann ich diesen Schlüsselhalter oder was auch immer, für was auch immer du das einsetzen magst, rausnehmen. Was hier fehlt, ist eine Schlaufe in diesem Bereich. Also da haben sie gesagt, nein, ist einfach so. Ich kann, also da kann man nichts anbringen. Ich kann auch hier in diesen Orangen, in dieses Inlet nichts einschieben. Also das ist einfach genauso, wie es ist. Ob gut oder schlecht, so ist es. Kleinen letzten Blick, nämlich die nächst kleinere Version, ja, vom Expedition, das wäre jetzt dieses Teil hier, auch da fehlt mir jetzt der Name nicht ein, ist egal. Und hier ist es auch genauso organisiert, also Länge und Breite. Also es ist einfach anders gemacht. Hier übrigens, genau da sieht man das jetzt. Hier ist nämlich dieses Teil eingenäht, das man beim Wanquest rausnehmen kann. Ich glaube, dieser Fat Boy, ja, der hat das überhaupt nicht, ist einfach so. Und hier ist eben eine Schlaufe mit eingebracht. Auch hier kann man noch einmal Ausrüstung festsetzen und befestigen. Darf aber auch nicht vergessen, dass auch diese Version etwas tiefer, breiter, wie auch immer du das sehen willst, zum Wanquest-System ist. Es gibt ja 100.000 Tascheln, wie man so schon sagt. Und wenn dein Interesse herrscht, schreib mir gerne einen Kommentar, dann kann ich dir auch immer wieder mal vorstellen. Ich wollte einfach nur mal so einen kleinen Vergleich reinbringen und auch eine Frage stellen. Kann man das irgendwie erklären? Kann man das irgendwie erklären, wie die zwei miteinander spielen oder nicht spielen und sowieso und überhaupt? Und ich sage danke. Mag da auch den Link zu meinen Produkten geben, wie zum Beispiel dieser Aldi Carry Shredder mit patentierten René Rossmann Aufbau, Mach, Dingsbums und sowieso und überhaupt. Und danke und ciao.